Hier ist wieder der Kozlowski Günther und wir gucken Farm TV. Ja, es wird wieder sonnig, das heißt, wir müssen viel mehr arbeiten, als wir das eigentlich wollten. Ach ja, Leute, ich sage euch, es ist ein Hühnchenjob. Höllenjob, ja, apropos Hühnchenjob. Moin Mädels, grüßt dich. Grüßt euch alle. Grüßt dich auch, ja. Ja, der Bolek. Oh, der Bolek hat ein halbes Herz. Bolek sieht gut aus. Mal schauen, was wir noch so haben. Ja, Lolek hat noch kein Herz. Kolek hat auch kein Herz. Aber Oleg. Das sei gut. Gut für Huhn. Und wir können Mayonnaise machen, Leute. Mit die Mayonnaise-Maschine machen wir Mayonnaise heute. Oh, und es gibt wieder Mais. Magic Mais, Leute. Und ich habe, es gibt übrigens ein neues Update, das sind so mehr kleinere Änderungen, für uns noch nicht so relevante Sachen dabei, wie zum Beispiel, habe ich gerade eben gelesen, als es installiert war, ja, das, man kann ja heiraten im Spiel, das kommt dann später, dass zum Beispiel die Verwandten sich an einen erinnern, finde ich ein ganz putziges kleines Detail, was man ja mal so nebenher nutzen kann. Okay, ihr seht's. Unsere Hopfenplantage wächst weiter. Boah, ich hoffe, dass es hier irgendwann mal so einen Brautank gibt oder so. Das würde ich ja derbst feiern. Und was ich auch noch rausgefunden habe, wenn Gewitter ist. Wo war das Gewitter? Überall. Wenn Gewitter ist, um nochmal drauf zurückzukommen. Kann es passieren, dass der Blitz auch in das eigene Saatgut einschlägt? Das heißt, wenn wir hier so Sachen verloren haben, heißt das nicht unbedingt, dass die Krähe dran schuld ist. Genau, die Krähe, ja. Sondern da kann auch der Blitz einfach eingeschlagen haben. Marek, beruhig dich! Entspann dich ein bisschen! Ist nicht gut für deinen Blutdruck! Rennt hier rum, verrückte Hund! Nein, 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 nicht gut. Gut. Aber nun ist wieder Tagesgeschäft angesagt, Leute. Ich sag's euch. Mit schöner Musik, wie ich finde. Hat mir schon etwas gefehlt. Irgendwas hat gerade gut gemacht. Ich würde ja fast denken, die Mayonnaise ist fertig. Der Mayonnaise, das ist gut. Magische Mayonnaise. So, dann kommt das oben natürlich alles wieder ins Töpfchen. Haben wir ganz fein ins Töpfchen gemacht. Ich glaube, wir brauchen mal wieder ein neues Silo. Also, diese Unordnung hier auf der Farm, werde ich dann definitiv was dagegen unternehmen müssen. Weil mich das persönlich in meiner Farmer-Ära kränkt. Nicht? Kennt ihr ja bestimmt, Leute. Aber erstmal räumen wir jetzt. Genau, die Mayonnaise sind fertig. So. Korn. Immer wenn wir traurig sind, pflanzen wir einen Korn. Wenn wir dann noch traurig sind, pflanzen wir noch einen Korn. Wenn wir dann noch traurig sind, dann trinke ich einen Korn. Ja. Und seht ihr langsam, was ich dort probiere? Ich probiere dort quasi eine Wiese zu machen. Denn wir sind ja noch nicht, ist ja noch nicht aller Tage Abend. So.
Sehr schön. Gut. Ich habe einen Plan für heute. Ist zwar etwas spontan, dafür brauchen wir Kupfer und sagen wir eine Axt. Ja, Axt. Machen wir jetzt einfach so, genau. Und ein bisschen Lust zum Wandern. Während die verrückten Hühner dort immer noch rumrennen. Aber erstmal räumen wir auf. So, und zwar das hier. Hatte ich ja gesagt, dass mich das stört und ich da... Sehr schön. Und ich freue mich auch schon auf den Herbst, Leute. Ich freue mich so auf den Herbst. Das sieht bestimmt wieder alles total anders aus. Was ich ja gut finde. Ein bisschen Abwechslung ist halt immer schön. Und das, allein der Jahreszeitenwechsel macht das Spiel schon abwechslungsreich. Gut. Ja, das reicht mir jetzt erstmal grob für die Ordnung. Wir gucken dann einfach, was wir noch an Kraft so übrig haben. Außerdem... Oh. Bloß gut, dass wir nochmal gucken waren. Würde ich sagen, gibt es gleich die nächste Portion. Lecker Blueberry Jelly. Nein, möchte ich nicht essen, aber ich möchte das mitnehmen. Und du machst gleich die nächste Portion. Fünfmal Jelly, Leute. Lecker Schmackofazzi. Wir gehen jetzt. Endlich. Ich habe das jetzt die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Schaffen wir das noch? Ach Leute, wir probieren es. Los. Auf zu Clint. Clint. Clint, wir kommen. Bitte mach nicht zu. Ich brauch doch total Hacke. Ich brauche eine totale Hacke. Clint! Clint, es ist um drei durch. Wenn du jetzt wie der Pierre die Bude vorher zumachst. Ich kack dir in den Briefkasten. Yes. Guter Mann. Da muss man immer erst drohen. So. Wir können entweder die Axt upgraden oder die Pickaxe. Wir machen die Axt. Können wir noch was machen? Nee. Dann will der auch gar nicht mehr mit uns arbeiten. Ist ja auch vollkommen klar, ne? Ich habe zu tun. Ich verdiene gerade 2000, weil ich ein bisschen eine Axt mit Kupfer überziehe. Bitte geh weg, auch wenn du Kohle kaufen willst von mir. So, der ganze Spaß dauert jetzt 2 Tage. Das weiß ich, Leute. Das ist auch kein doofer Spoiler oder so. Hallo? 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 Keine Nachrichten. Hallo? Bist du? Leia. Ich suche dich, mein Schatz. Und ich werde dich finden. Ganz bestimmt. Ich will dir doch noch ein Geschenk machen. Was unsere Liebe symbolisiert. Warum sind die ausgegraut? Können wir da gar nicht so hoch sinken? Ja. Genau. Bin ja letztens total in dem Ansehen meiner Freundin hochgesunken. Ja, Rasmodius hetzt uns wieder gegen Schleims. Der Kriegstreiber. Ja, gut. Warum? Guck ich eigentlich noch.
ja, du bist, keine Ahnung, ein unternehmerisches Gesamtmeisterwerk. So, wen haben wir denn hier? Die Robin. Wir treffen uns jede Woche, um uns zu ermuntern, gesund zu bleiben. Die sehen richtig fit aus, Jody. Diese Dumbbells tun Wunder, oder? Oh, meine Arme fühlen sich an wie Leber. Oder Gelatine. Hallo? Die Marni macht auch bei jeder Therapiegruppe mit. Das ist unfassbar. Die muss Komplexe haben. Das. Nein, also echt jetzt. Benny. Oh Gott, da Endgegner, Leute. Trauen wir uns? Oh. Hallo, Fremder! Wir schenken ihr mal ein bisschen Mayonnaise. Das hast du gut gemacht, Junge! Danke! Und morgen werde ich ein neues Neugeborenes von dir verlangen. Liebe mich! Ich unterrichte Vincent und Jazz. Die sind wirklich sehr nett. Aber es ist schön, einen Unterschied zu machen im Leben von jemandem. So. Schön, Penny hat mit uns geredet und geht. Sehr nett. So. Robin! Haben wir gesehen? Schatz! Ist das dein Ernst? Schatz! Ich liebe dich. Ich wollte dir meine immerwährende Liebe gestehen. Ich komme gerade aus der Kneipe. Hallo. Hallo. Ich glaube, sie möchte nicht mit uns reden. Heute war wieder ein sehr geschäftiger Tag, Leute. Ihr habt es gesehen. Wir haben Pam was geschenkt. Ich würde sagen, wir können nach diesem Tag so entspannt ins Bett gehen, als hätten wir nichts gemacht. Nichts. Ich sag es euch. Es ist fast wirklich so. Im Endeffekt haben wir ja auch nicht. Egal. Das ärgert mich noch. So, das tun wir dahin. So, alles das. Und noch viel mehr. Würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. So, wir haben noch Energie. Energie. Oh, und Sirup haben wir auch noch. Wir haben Energie und Sirup. Super Sache. Ich habe eine Hacke. Und ich werde sie benutzen. So. Was ich euch eigentlich noch erzählen wollte, Leute. Ich habe ja etwas vor. Ich habe ja nämlich vor, mal zu probieren, ob ich auch mit Controller das gute Stardew Valley spielen kann. Ich glaube, das dürfte da ganz gut für geeignet sein. Entsprechende Feldtests werde ich dann hier durchführen. Natürlich. Und euch natürlich auf dem Laufenden halten. Aber es klingt erstmal, ja, und so spannend, ne? Oder? Seid ihr genauso gehypt wie ich? Boah, eine Ordnung wird das hier. Ich sag's euch, Leute. Und wenn die Axt dann fertig ist. Oh yeah. Oh yeah, Leute. Ja, ist schön. Okay. Können wir hier nochmal? Ich probiere es einfach nochmal. Es ist ja erst um 10 abends. Vielleicht findet man ja ein bisschen Müll, Leute. Ist ja inzwischen auch vollkommen in Ordnung, wenn wir Müll finden. Durch die Recyclingmaschine. Super Sache. Yes! Broken CD! Und
Und bei mir bewölkt sich's gerade. Es war heute ein so schöner, sonniger Tag bei mir. Und jetzt zieht sich das so richtig zu. Das ist nicht schön. Naja. Naja, es ist ein Höllenjob auf einer Farm. Und dazu noch Reflexe wie ein Taschenmesser. Ein junges, naives Taschenmesser, was noch nicht in der großen, weiten Welt war, um sie zu erleben. Ja, denkt dran, Leute. Brille Kotlowski. Jo. Ernsthaft. Ja, es wird spät. Ich bin ja mal gespannt. Heute tun wir mal das ist so ein, keine Ahnung, das Soggy Newspaper rein. Ob das in die Recyclingmaschine geht. Wird das ein Spaß? Schabernack für Jung und Alt auf der Kotlowski-Farm. Diese kleinen Glühwürmchen. Okay. Wir gehen, Leute. Ganze Menge. Und schön wird unsere Farm. Ich freue mich. Sieht doch richtig hübsch aus inzwischen. Bin ich ein bisschen stolz? So, bei dem Rest wissen wir ja schon, dass es funktioniert. Also probieren wir jetzt mal. Geht wirklich. So, und es ist Zeit, die Newspaper wegzupacken. Uiuiuiuiuiuiuiuiui, Leute. Ich sag's euch. Also Sirup alleine 200. Hier haben wir durch Jelly über 1000. Honig haben wir noch. Mayonnaise haben wir noch. Das läuft, Leute. Das läuft. Und ich glaube, wir freuen uns jetzt auch mit Pam einfach mal an. Auch wenn wir Penny... die verprügelt dann die, die uns nicht leiden können. Oh, 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 Leute, morgen wird es stürmen. Ah, die Geister flüstern etwas. Wir haben heute extra Glück. Und bei der Soßenkönigin gibt es heute Coleslaw. Lecker. Und wenn ich das richtig gesehen habe, für das Rezept von Coleslaw brauchen wir Mayonnaise. Morgen, Hühneris. Der frühe Günther weckt das Huhn. Aber ihr habt gesehen, das Soggy Newspaper konnten wir ja sogar in die Kiste tun. Habe ich dich schon geherzt? Ja, Bolleck haben wir auch geherzt. Sind wir herzlich bei den Hühnern gewesen. So, was haben wir denn hier jetzt? Tomatos. Tomatos. Und Hot Peppers. Sehr, sehr schön. Okay, ich dachte schon, wir können sie ernten. Aber die werden scheinbar noch größer, die Oschis. Aber schön. Haben wir echt wieder heute gut eingesammelt. Verdammt, wir müssen echt irgendwas machen. Wir müssen die Jelly-Produktion... Wir müssen expandieren, wir müssen größer werden, wir müssen das alles nach Bangladesch auslagern. Wir müssen, wir brauchen Filialen. Wir nennen uns Kotlowski Bugs und machen in jeder Stadt eine Filiale auf. Dazu drucken wir T-Shirts mit der Frisur von Günther drauf, dass jeder denkt, wir hätten einen Pferdeschwanz. Und
eine Messe. Wir müssen unbedingt auf eine Messe fahren und dort Werbung machen. Und wir brauchen Corporate Design. Und außerdem müssen wir noch die Pam mit Mayonnaise einreiben. Bloß um dann zu gucken, wie das Ganze... Egal. Nein. Sorry, Leute. Hat mich kurz der Kapitalismus übermannt. Kann ja mal passieren. Der Markt geht schon wieder frei, oder? Beruhige dich, Hund. Oh, ich finde es mal ein bisschen traurig, wenn die Musik aufhört. Das geht mir nahe, Leute. Das geht mir wirklich absolut nahe. Ganz ruhig, Mädels. Also ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass die Namen nur wie sage ich das jetzt? Platzhalter sind für unsere Hühners. Verdammt. Gerade eben merke ich, dass ich ja vergessen habe, die Mayonnaise-Produktion direkt früh schon anzukurbeln. Und dass Marek wahrscheinlich immer noch Speed in seiner Schüssel hat. Das sollten wir mal ausspülen. Gut. Aber irgendwas ist ja immer, ne? So, jetzt. Boah, 94. Holy moly, da haben wir aber gut auf Reserve jetzt hier produziert. Kohle tun wir rein, Steinchen tun wir rein. Geode geben wir einfach mal ab. Schrott behalte ich. Da kriegt man 3 Kerzen. Wenn man eine Zeitung reintut. Lass uns das nochmal eruieren, ob das wirklich so ist. Was machen wir denn? Ich bin heute für einen Waldspaziergang. Einen Waldspaziergang mit Angel habe ich einfach heute Lust zu. Weil Waldspaziergang immer toll ist. Finde ich zumindest. Also wenn man immer durch den Wald muss, dann ist das natürlich monoton und langweilig. Aber erstmal gehen wir jetzt eine Runde chillen. Ne? Waren hier nicht diese komischen... Ja, Moment. Lehm! Kupfer! Lehm! Leute! Wie geil ist das? Wir brauchen mehr davon. Von diesen kleinen Dingers. Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll, aber sie sind praktisch. Langen harten Tag des permanenten Gießens ist es nun für uns an der Zeit, einfach mal auszuspannen. Ja, ja. Es ist sein Höllenjob, Leute. Ich sag's euch. Und ab. Heute. Und nur weil wir keine Brüste haben und einen Bart, heißt das übrigens nicht, dass wir uns da auf ein Geschlecht festlegen lassen. Nee, Leute, so ein Rasterdenken gibt das bei uns nicht. Wir heißen zwar Günter Kozlowski, aber das heißt doch ja nichts, ja.
Und wenn du mir das nicht glaubst, hast du eben Pech gehabt. Oh, eine Grape. Yeah. Oh, verdammt. In letzter Zeit werden meine Reflexe etwas... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Man will sich ja immer nicht so selbst runter machen. Bescheidener. Meine Fähigkeit grenzt an gegen Null tendierend. Yes. Oh, das schaffe ich. Leute, das schaffe ich. Yeah. Das war perfekt, weil es ein Karpfen ist. So ist das nämlich. Und seht ihr, wir hätten ja noch Muscheln sammeln können. Verdammt, da habe ich wieder eine neue. Nein, ich gehe jetzt gleich Muscheln sammeln. Weil die so schön sind. Ich mag Muscheln. Und Leute, was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Moment, jetzt probiere ich was. Warum gibst du mir Wurm? Glaubst du, ich mag Mist, nur weil ich nicht mit Pelz lebe? Das ist schrecklich. Ich dachte, er mag Müll. Ich hab's probiert. Leute, wollte nicht gemein sein. Und dann schimpft er so mit mir. Ich wollte doch eigentlich bloß nett sein. Ich wollte ihn quasi an unserem Brillenimperium teilhaben lassen. Aber nein. Geh doch saufen mit der Pam. Sauf doch. Ja, pass mal auf. Kann ich dir sagen, wer da ist hier? Nee, ist nicht gar nicht da. So, ich will jetzt ausgehen nach Hause. Der Spaß ist jetzt vorbei. Der Penner hat mich angemeckert. Nichts gegen Linus. Ich bin... Hi. Was machst du denn hier? Darf ich dich mit Weintrauben füttern? Das ist ein wirklich schönes Geschenk. Danke. Wir haben ein verlorenes Buch gefunden. Schön. So leicht kann es sein. Fnut, Hut. Da. Es ist eine Örtchen. Eine Örtchen. Es ist eine Örtchen, Örtchen, Örtchen. Eine Örtchen, es ist Örtchen. Eine Örtchen. Juhu. Juhu. Ich krieg ihn. Red Mullet und Bait. Moment, wir haben die, warum haben wir die? Egal. Moment, jetzt muss ich kurz was schauen. In die nein, nein, Fischtank. Riverfish? Nein, Riverfish brauchen wir nicht. Wir brauchen Oceanfish. Red Snapper brauchen wir, verdammt. Verdammt! Yay! Oh, und ein Rekord bei einer Red Mullet!
Übrigens ist ja bekannt, wir wechseln immer den Standort nach dem Fischen. Immer. So, ich hab's gesagt, jetzt regnet es bei mir zu Hause. Also wirklich zu Hause. Ich habe eine winzig kleine Wolke über meinem Kopf. Deswegen, wenn es jetzt irgendwo rauscht, da ist die Wolke schuld. Ich nenne sie Charles. Oder so. Von mir aus auch Jochen. Jochen, die Wolke. Yay. Die Macht ist stark in diesem Fisch. Zu wehr er sich setzt, aber keine Chance er hat. 32 Zoll Heilbutt. Das ist aber mal eine Ansage. Würde ich sagen. So. Ist eigentlich schon ein Wunder, dass unsere kleine Bambusrute da noch nicht bricht. Nein. So irgendwie, keine Ahnung. Ich gehe jetzt ja. Nein, ich tue nochmal hier Wasser. Hahaha. Ist abgesperrt. Hier kommt jetzt niemand durch. Eine Wand aus Pipi. Yeah. Ich glaube, wir sind auf eine Müllader gestoßen, Leute. Da will man gehen und was findet man? Nur Mist. Mist, Mist, Mist. Inklusive einer Mistmuschel. Yeah. Nein. Bleib da, oh du Scheiße. Das ist bestimmt wieder eine Halibut. Halibut! Halibut! Yeah. Mit einem Größenrekord. Denn bei Halibut kommt es halt immer wieder auf die Größe an. Ihr wisst das, Leute, ihr seid alles professionelle Fischmännermacher. Dingens. Hier, na? Wisst ihr Bescheid? So, und wir gehen jetzt nach Hause. Wir verticken jetzt das ganze Zeug, was wir hier... Was macht denn die Abigail da? Hast du dein Haus schon dekoriert? Das würde ich zuerst machen, wenn ich ein Haus hätte. Geht die nachts auf den Friedhof? Das ist schon etwas... Naja. Einfach gehen. Wir sollten vielleicht nicht über alles uns Gedanken machen. Ich habe hier manchmal Zweifel an der geistigen Gesundheit einiger Einwohner. Fam. So. Clam. Urchin. Halibut. Carp. Red Mallet. Rainbow Shell. Torch. So, dann haben wir hier noch etwas Mayonnaise. Können wir für morgen gleich die nächste Fuhre beauftragen. Mayonnaise. Lecker. Und jetzt geht's aber ins Bettchen. Leute, und ihr wisst, was das heißt. Wenn wir ins Bettchen gehen und es sind 2 Tage im Spiel wieder rum. Dass die Zeit nämlich viel zu schnell vergangen ist und dass wir uns morgen wiedersehen. Also sage ich jetzt erst einmal bis dann.